Servus ihr Lieben, hier ist wieder euer Patrick und in diesem Video möchte ich mit dir darüber reden, wieso du auf keinen Fall spirituell sein solltest. Viel Spaß damit. Da sind wir wieder. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und in diesem Video geht es darum, warum du auf keinen Fall spirituell sein solltest. Als erstes werden sich eventuell der eine oder andere jetzt die Frage stellen, wieso ich auf einem Kanal, der sich um das Thema Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung dreht, ein Video mache mit dem Titel, dass du nicht spirituell sein solltest. In erster Linie scheint das ein Widerspruch zu sein. Nichtsdestotrotz ist die Sprache im Allgemeinen ja nur das beschreibende Element von einer Sache, die wir sein sollten. Buddha hat einmal so schön gesagt, Worte sind belanglos, denn sie sind nur der Finger, mit dem wir auf den Mond zeigen. Das heißt, wenn wir über den Mond reden, dann beschreiben wir den Mond. Unsere Worte sind dabei nur das beschreibende Element und nicht der Mond selbst. Wenn ich jetzt ein Video mache mit dem Thema, wieso du nicht spirituell sein solltest, dann hat das in erster Linie einen Grund. Und zwar beobachte ich in den letzten Jahren sehr oft, dass Leute ihr Ego mit dem Thema der Spiritualität identifizieren. Ich nenne es eine Art spirituelles Ego, die sich in dem Moment aufbaut bei vielen, die sich viel mit Spiritualität beschäftigen. Was wiederum einer der Gründe dafür ist, wieso diese Menschen nicht das in der Spiritualität finden werden, was sie sich so sehr ersehnen. Was meine ich jetzt damit? In der Spiritualität, was ja ein riesiges Wort ist, ein riesiger Begriff mit zig verschiedenen Strömungen. In der Spiritualität selbst ist eines der Kernziele das Sein. Wir wollen einfach nur sein. In der Philosophie nennt man das das Ich Bin. Einfach nur sein. Wir wollen nicht uns Sorgen machen und Ängste über die Zukunft, die nie kommen wird, uns Gedanken machen über die Vergangenheit, die schon längst geschehen ist, sondern wir wollen einfach präsent sein im Hier und Jetzt. Wir wollen sein. Jetzt höre ich aber vermehrt aus verschiedensten Gruppen, Freundeskreisen von mir und Ähnliches, ja, komm vorbei, wir haben eine sehr spirituelle Runde, oder ich höre, ja, das ist der und der, ich glaube, der ist sehr spirituell und so weiter und so fort. Spirituelle Menschen zeichnen sich nicht zwangsläufig darüber aus, dass sie sich mit dem Thema der Spiritualität beschäftigen. So paradox, wie das jetzt klingen mag, ich kenne Menschen, die sich noch nie in ihrem Leben mit Spiritualität beschäftigt haben, in der Essenz das Ganze aber wesentlich mehr leben als viele, bei denen es umgekehrt ist, die Spiritualität nicht wirklich leben, sich aber ihr Leben lang mit Spiritualität beschäftigt haben. Denn was passiert, wenn wir spirituell sein wollen und eben nicht nur sind, nicht nur sein, sondern spirituell sein wollen, weil wir glauben, oh, ich habe mich mit Spiritualität beschäftigt, das ist ein wichtiges Thema, das sollte ich in meinem Leben integrieren, ich muss jetzt spiritueller sein. In dem Moment, wenn wir das sagen, haben wir bereits wieder das erste Gefäß, wir haben bereits wieder die erste Limitierung in dem Sein, denn wir wollen nicht einfach nur sein, wir wollen spirituell sein. Aber wenn wir nicht einfach nur sein wollen, sondern wir wollen spirituell sein, dann muss es zwangsläufig verschiedene, ja, ich sag mal, Charakterzüge, Arten und Verhaltensweisen geben, die eben repräsentieren, dass wir auch nicht sind, sondern spirituell sind. Und ich erlebe es in etlichen Facebook-Gruppen und vor allem natürlich auch im Real Life,
dass sich diese Menschen dann oftmals dadurch auszeichnen, dass sie zum Beispiel manche Sachen, eventuell ziehen sie sich gewissermaßen an, ne? Tragen eventuell bunte Kleidung oder sehen ein bisschen alternativ aus, um zu unterstreichen, dass sie ja spirituell sind. Manch einer begrüßt dann alle auf jeden Fall nur noch mit Namaste, weil das ja jetzt im Trend ist und ein Indikator dafür, dass man, sorry, spirituell ist. Andere wiederum reden nur noch auf eine ganz besondere Weise und besonders weich, mit besonders weicher Stimme, denn das ist ein Indikator für ihre Achtsamkeit. Und wie sie die Achtsamkeit leben und wie bewusst sie doch sind, um nach außen hin zu repräsentieren, wie spirituell sie doch sind. Worauf möchte ich hinaus? Eventuell gibt es natürlich gewisse Cluster, die Menschen, die sehr präsent sind, eventuell vorzuweisen haben. Ne? Eventuell gibt es da gewisse Rahmen. Zur Falle wird es allerdings, wenn man glaubt, man müsse so sein, um spirituell zu sein. Denn dann ist man wiederum nicht echt, was genau das Gegenteil von dem eigentlichen Sein ist, sondern man ist eigentlich anders, man wäre eigentlich in anderer Stimmung, stülpt sich aber die spirituelle Maske über, das spirituelle Ego, weil man ja spirituell sein möchte und fühlt dann was ganz anderes als eine innere Harmonie, einen inneren Frieden und eine innere Ausgeglichenheit. Kommuniziert, aber trotzdem so besonders achtsam, um nochmal zu unterstreichen, wie spirituell man doch ist. Ihr braucht oder du brauchst keine besondere Kette tragen, dich nicht bei allen mit Namaste begrüßen. Du brauchst noch niemals zu meditieren zwangsläufig oder irgendwelche besonderen Sachen zu essen. Du brauchst keine besondere Kleidung und du brauchst auch keine besondere Frisur, um spirituell zu sein. Du brauchst auch keinen besonderen Kontostand. Weder solltest du oder brauchst du irgendwie die Millionen, um spirituell sein zu können. Du brauchst aber auch nicht das genaue Gegenteil, und zwar arm sein, um spirituell sein zu können. Du musst keiner Religion zugehören, um spirituell sein zu können. Du kannst aber sehr wohl auch spirituell sein, obwohl du einer Religion angehörst. Spiritualität kennt keinen Rahmen und kennt keine Grenzen. Und bei manchen Menschen, die mich kennen zum Beispiel, würden von mir vielleicht nicht sagen, dass ich spirituell bin. Warum? Weil ich manchmal auch mit einer Cap rumlaufe oder andere Tage in einem Anzug oder sonst was, weil ich manchmal lauter bin und manchmal leiser bin. So, und Spiritualität ist nicht das, was du nach außen hin zeigst, sondern Spiritualität ist das, was du nach innen hin bist. Und wenn das eine Linie ergibt, wenn das kongruent ist, das, was du bist und so wie du wirkst, und wenn du einfach nur bist, dann nennen wir das authentisch zu sein. Und das ist das, worum es eigentlich geht. Du musst dir selbst treu bleiben und es geht darum, einfach nur zu sein. Das heißt auch nicht zu viel im Kopf zu sein und sich, wie gesagt, Sorgen zu machen oder Ängste oder Sachen zu bedauern, die schon längst passiert sind. Wenn du präsent bist, wenn du die meiste Zeit im Hier und Jetzt bist, wenn du Schattenseiten versuchst an dir zu erkennen und achtsam bist, dann ist das das, was wir eigentlich sein wollen. Dafür müssen wir nicht spirituell sein und schon gar nicht, und den Fehler sollten wir nicht machen, uns irgendwelche Sachen adaptieren, durch die wir uns erhoffen, spiritueller zu sein oder noch schlimmer, auf andere zu wirken. Du bist schon all das, was du haben willst. Du musst dich nicht noch kategorisieren, um irgendwie speziell spirituell zu wirken. Das heißt, Fazit dieses Videos ist: Versuch nicht, spirituell zu sein. Versuch einfach zu sein. Das reicht vollkommen aus. Es ist kein Indikator dafür, dass du besonders gut bist, wenn du versuchst, spirituell zu sein. In erster Linie ist das oftmals eher ein Indikator dafür, dass du nicht wirklich spirituell bist, wenn du versuchst, spirituell zu sein.
Ihr Lieben, verratet mir bitte in den Kommentaren, wie ihr das seht, wie ihr darüber denkt, ob ihr vielleicht Menschen kennt, bei denen das genauso ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn dir das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns in wenigen Tagen wieder. Schönen Tag noch. Bis dahin. Adios.